Soll ich mich anschauen? Ich hab verloren, ne? Herzlich willkommen hier bei Trash Kurs. Das ist Lena, ich bin Martin. Wir sprechen hier heute über Are You The One, Folge 3 und 4. Viel passiert. Es ist ganz viel los. Aber bevor wir anfangen, danke an RTL, dass wir das Bildmaterial verwenden dürfen. Falls ihr noch kein RTL Plus Abo habt, dann jetzt mal den Link in unserer Videobeschreibung bei YouTube auschecken oder den Link in unserer Insta-Bio benutzen. Starten wir? Ja, es geht wohl los. Ne? Also wir versuchen echt irgendwie schneller hier durchzureiten als in der letzten Folge, aber es ist so viel los. Also immer wenn ein Brand gelöscht ist, lodert es doch schon dort hinten wieder los. Ja, und hier, dann fängt sich der Brand wieder. Ich würde erstmal sagen, es ist ganz klar bei, wer war in der Matchbox? Zoe und Martin. Ich hätte es aber auch geglaubt, hätten die gesagt, das passt. Ne. Ja, nee, weiß ich gut, jetzt da, nicht. Gut, da komme ich jetzt aber wieder mit meinem Optikproblem, wenn ich sage, die passen optisch gut zusammen. Na gut, blond ich, darf, ich darf das gar nicht beurteilen, glaube ich. Und dann geht's für mich schon mit dem ersten Brand los zwischen Selina, Luca und Micha. Erstmal finde ich nämlich Selina perfekte Einstellung für dieses ganze Format. Sich eben nicht direkt so festmachen auf Luca, hatte ich nämlich ein bisschen die Befürchtung, dass es so sein wird. Obwohl sie ja schon meinte, na, ich will jetzt das nicht so angehen wie bei Ex on the Beach mit Yogo. Aber man sieht es ja bei Gina, ab und zu verfällt man in alte Muster. Ja. Und dann schnappt sie sich da Micha und auf einmal wird da geknutscht. Eieiei, aber richtig, ja. Und das auch direkt bei Luca klargestellt. Du, ich will dir gerade was Offenes, Ehrliches sagen. Ich habe gerade Micha einen Kuss gegeben. Okay. Es wird direkt erzählt, es wird da hier kein Geheimnis großartig draus gemacht. Und ja. Micha steckt es auch Anna. Die klären das zwar relativ lang. Zoe steckt ja das. Nee, Quatsch, Anna, ja. Anna. Die klären das zwar relativ lang, aber es war nicht so, dass man sagt, okay, daraus ist jetzt ein Streit entstanden, sondern es wurden einfach bloß mal die Fakten besprochen, warum das so passiert ist, und Selina schildert halt ihre Position und da war für mich dann auch die Welt in Ordnung, weil Luca war nicht sauer, Selina hat offen alles kommuniziert, was kommuniziert werden müsste, weil sonst hätte Sophia am Ende wieder einen Strick draus drehen können, irgendwer hat das sowieso gesehen, und aber so sind alle Probleme aus dem Weg geschafft. Was ich ja doof fand, war gestern echt die Situation. Und dafür wollte ich mich entschuldigen. Okay. Ja, finde ich gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Ja. Hat sich so angefühlt. Ich fand es super. Klar, der Zeitabstand, dass du gerade noch mit Luca knutschst und dann so gefühlt wirklich 2 Minuten später zu Micha gehst. Schwierig, wurde aber eingesehen. Und von daher, also da besteht jetzt für mich kein Redebedarf. Und Selina, top Frau. Also die macht mir Spaß. Ja, also die ist, find ich auch, aufgeregt, unaufgeregt. Ja. So, weißt du, was ich genau meine? die richtige Menge an Trubel, die sie so mitbringt. Fand aber trotzdem die Klärung bei Anna und Micha ganz lustig, weil Anna halt so ganz klar hingeht und sagt, naja, hast du was zu sagen? Ja, aber du weißt ja schon Bescheid. Hä? Na, und jetzt hast du nichts mehr zu sagen? Ja, da Selina und ich kurz 1-2 Stücke rumgemacht haben. Wie dieser Mensch so null holprig mit hinterherkommt, habe ich manchmal das Gefühl. Und da wäre bei mir schon, hätte ich gesagt, okay, du Wupp, du gehst jetzt erstmal nochmal raus, sammelst dich und dann können wir hier für dich dein Perfect Match suchen. Und jetzt ist hier nicht Gehirn aus und nur Körper an oder was weiß ich, Lippen an. Körper an. Also weil auch Anna fand ich hätte gedacht, die könnte ein Drama draus machen. Ja. War aber, hat die Sache auch gut verpackt, weil ja auch diese Staffel ein bisschen mehr kusslastig ist. Ja, sehr. Was mir sehr gut gefällt. Ich hoffe auch, dass der Boom Boom Room, nicht, dass ich das sehen möchte, aber ich möchte die Fakten, die daraus geschlussfolgert werden, ob es jetzt passt oder nicht. Also ich muss es auch nicht sehen, aber ich will, dass da drin was stattfindet. Ja, weil die letzten Staffeln waren so wenig sexuell geladen. Immer mal selbst ein, die normale zwei, Staffel halt, ne? Also für mich muss jedes Perfect Match einmal dort drin gewesen sein. Nee, nicht, aber wir haben dort 10 Paare. Dort können 8 Leute mal im Boom Boom Room gewesen sein und nicht so anderthalb. Für mich geht in der ersten Folge schon ein bisschen das Drama um Gina los. Denn sie sucht, glaube ich, das Gespräch am Anfang noch zu Isabel und sagt dann auch so, oh Mann, es nervt mich. Ich will hier nicht den Eindruck erwecken, als wäre ich eine Klette.
Naja, Gina, dann weiß ich nicht, müssen wir uns vielleicht dann doch nochmal in manchen Situationen einfach anders verhalten. Weil wir sind de facto erst einen dritten Tag drin. Also mal wirklich ein bisschen entspannt sein. Auf jeden Fall ist dann erstmal nochmal wieder Party. So viel Party, dass wirklich die eigenen Kandidaten und Kandidatinnen ja Probleme haben, dieses Format auszusprechen. Ja. Ich weiß nicht, wer war es denn, Ricarda? Mit I'm the one related to SARS. Also da hört es bei mir schon wieder auf. Da gab es wohl eine Menge Alkohol. Bleiben wir auch mal direkt bei Ricarda und der Party, weil da gibt es ein nächstes Dreiergespann um Maurice und Cecilia noch dazu. Nämlich Cecilia, die sagt, naja, ist eigentlich auch schon voll mein Typ. Ricarda und Cecilia kennen sich ja nun aber auch schon. Und wissen eigentlich, dass sie unterschiedliche Typen haben. Ehrlich, so? Ja, ja. Das ist auch einer meiner Favoriten. Ich weiß, dass du das nicht passt. Cecilia und ich, wir kennen uns ja. Und eigentlich steht sie gar nicht auf denselben Typ Mann wie ich. Gefällt Ricarda gar nicht. Möchte ich direkt mal eine rauchen ich gehen. Ich glaube, wir können diesen Maurice-Vibe einfach nicht empfangen. Null. Warum oder was an ihm jetzt anziehend ist. Weil wir beide sind uns einig, den könntest du uns auf den Bauch spannen, da würde nichts passieren. Gar nichts. Also da würde sich gar nichts regen, nee. Auf alle Fälle. Aber er macht dort irgendwas in der Villa mit, auch ich glaube nicht nur mit den beiden, weil der Rest lehnt ihn ja auch nicht ab. Nee, ich habe also zu dem Zeitpunkt, bevor wir wussten, was uns noch alles bevorsteht mit Maurice in diesen zwei Folgen, habe ich mir schon aufgeschrieben, dass ich den null ernst nehmen kann. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, gerade in dem Gespräch mit Cecilia, aber einen guten Humor hatte er da zumindest in dem Gespräch. Also dass das noch irgendwie wenigstens ein bisschen witzig ist, dass du denkst, ja, ist eine Sinnlosigkeit, aber ein kleiner Witz ist da. Ich werde dir doch nicht hinterherrennen. Also so jetzt. Was für hinterherrennen? Ja, du hast doch nicht mal angefangen zu laufen. Ab und zu fliegen Schmunzelraketen in mein Gesicht. Ja. Dachte ich damals noch. Matching Night. Ja, wir müssen, glaube ich, nicht alle Konstellationen durchsprechen, oder? Also ein paar haben Sinn ergeben. Manche fand ich jetzt, wo kommt das jetzt auf einmal her? Ja, also was ich zum Beispiel nie gesehen hatte, da zu dem Zeitpunkt schon waren Luca und Zoe. Lukas nimmt auf einmal Isabelle. Amadou und Cecilia ist für dich wieder dein gehört zusammen, ne, optisch. Calvin, Gina war auch klar. Was ich noch lustig fand, war, dass Anna sich komischerweise nicht mehr an den Kuss mit Martin erinnern konnte. Das war so krass geflunkert. War es denn loyal von dir, Martin zu knutschen? Bitte? Was? Hä, stopp! Ich wüsste, wenn ich mit dir rumgemacht hätte. Hä? Also komplett. So viel Alkohol kann da gar nicht fließen, weil sonst müssten da ja so viele auch Kotzszenen und so sein, dass dort Leute mal wirklich übertrieben haben. Und wenn du einen Filmriss hast, dann geht's dir auch am nächsten Tag kacke. Ja. Würde ich jetzt mal ganz frei schlussfolgern. Anna, geflunkert. Sag ich es. Aber das war ja auch, da kommt ja nochmal eine Flunkerei. Das ist die Folge, die beiden Folgen des Flunkerns. Wie gesagt, wir hauen jetzt hier nicht alle Matches raus. Wo ihr sie aber finden könnt, ist bei uns in der Instagram-Story. Und da könnt ihr dann auch nochmal über die Matches abstimmen, ob das für euch Sinn ergibt oder ob wir einfach hier sagen Abbruch. Und falls ihr, ich weiß, dass ihr das ganz fleißig macht, schon mal die Matches irgendwie ausgelotet habt, könnt ihr uns die auch zuschicken. Und wir teilen die auch gerne in der Story. Ihr habt da schon Excel-Tabellen. Also schiebt die rüber, wir würden gerne dran teilhaben. Ja. Am Ende gehen drei Lichter an. Luca komplett geflasht. Drei Lichter für die erste Matching Night sind echt gut. Ich hatte nur zwei erwartet. Oh, wow. Alter. Ich finde es ja, drei Lichter ist eigentlich erstmal ganz gut, so fürs Raten. Aber ich glaube, dass sie gar nicht schlussfolgern können, welche drei das jetzt sein können. Und das Ding ist, wir starten meistens so in diese Staffeln und dann sind wir aber 8 Folgen lang bei drei Lichtern. Ja, das stimmt. So. Ich finde auch, es interessiert mich wirklich am wenigsten, wer da am Ende des Tages ein Perfect Match ist, weil man nimmt sich, also wir gucken uns das dann an und denken so, cool, kann ich jetzt nichts draus schließen. Ja. Ist jetzt nicht so, dass die Perfect Match sind und sich dann danach kennenlernen. Ja. So, weil irgendeine Psychologin gesagt hat, ihr passt gut zusammen. Psychologin. Also darum geht es uns nicht, sorry. Nach der Matching Night kommen wir auf das Couple zu sprechen, was wir letzte Folge schon mal angeteasert hatten, was ich eher gesehen habe, Calvin und Franzi. Und Franzi, richtig offen, ich dachte wirklich, sie ist eher so eine kleine graue Maus, geht da zu, weiß ich nicht, dem
Typen Calvin. Ja. Du Calvin, ich habe das Gefühl, dass du dich echt bei mir vollkommen so zurückhältst. Du bist so voll vorsichtig bei mir, ne? Ja, was, die hat echt ein cooles Verhalten an den Tag gelegt. Ja. Und sie loten mal wieder aus, ob er es ernst meint und er würde lieber eine Freundin haben, anstatt die Kohle am Ende. Ja klar, auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, 10k sind halt auch für Calvin. Was ist denn das jetzt heutzutage ja, für dafür ihn? Den, also bei seinem durch den Tagesauftritt. Wahrscheinlich. 10 Euro, ja. Und da nimmt das nächste Drama seinen Lauf. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet mit Gina. Und für mich ist es leider, wirklich Gina, wir lieben dich. Du bist hier bei uns drin. Aber es ist halt leider ein Classic Gina Move. Sie overpaced komplett. Wieso habe ich das immer? Weil ich immer gefickt werde. Warum denn immer alles gleich so krass intensiv? Sie sucht ja dann nochmal das Gespräch zu Calvin. Klar, wir sind schon sexuell so, weil ich selber bin auch sexuell sehr offen. Und dann willst du noch die Kurve kriegen zum, ich will dich aber wirklich kennenlernen. Sag dir, wie es ist. Ja. Ich finde das eigentlich immer alles gar nicht so schlimm, weil wenigstens viel offen kommuniziert wird und ich nehme ihr das ab. Ja, na klar. Also ich hinterfrage nicht, ob das jetzt Show ist, wie ich es bei anderen machen würde. Ich würde jetzt auch die Theorie in den Raum werfen, sie kann gar nicht anders als diese Gefühle, die kann sie gar nicht unterdrücken, sondern sie muss das einfach rauslassen und ist deswegen auch so überfordert mit sich selber. Die ist halt ein sehr intensiver Mensch und man merkt halt einfach, dass sie, die will unbedingt, die möchte unbedingt jemanden haben, der sie wertschätzt oder der ihr das zurückgibt, was sie an den Tag legt. Ja. Aber das ist halt schwierig am dritten Tag. Wie fandest du Calvin in dem Gespräch? Zu schnell, zu gut. Oh, Calvin, da nehme ich eigentlich so, also da, dem würde ich die Hand drauf geben auf diese Aussagen, weil er ist nicht. Er gibt keinen Korb, weil dafür ist auch noch kein Grund da. Ist reflektiert, wie er selber ist in so einer Situation, dass ihn das überfordert und dass es zu weit geht. Und sendet mir eine Ernsthaftigkeit aus. Und er sagt, alles, was er unterm Strich sagt, ist... Ich kann mich nicht öffnen, wenn ich unter Druck stehe. Ja. So, und das, das ist eigentlich eine klare Ansage. Für Gina bricht die Welt zusammen. Ich will mir einfach eine Pulle Bein reinziehen und schlafen gehen. Ja. Mhm. Und ich habe auch zwischendurch gedacht, ob das Gina überhaupt noch gut tut. Wenn es wirklich keine Show ist, dann macht die das, glaube ich, schon echt kaputt. Kommen wir aber mal zum nächsten Punkt bei Gina. Also ich weiß nicht, ob es dann halt wirklich so komplett durchlädt. Dann geht es an die Bar, es wird mit Micha ein bisschen rumgeschakert. Und dann fällt der Satz, der ja zum kompletten Vulkanausbruch gefühlt führt. Ich muss mich abschießen. Heute war zu viel für mich. Micha soll mich noch umlecken. Und ich finde, noch in der Szene sieht man ja, wie sie da danach noch sagt, so Spaß. Wir wissen doch aber alle, hätte Micha anders reagiert. Ja, und ich fand es aber was gelaufen. Gut, dass Micha das nicht angenommen hat. Mhm. Weil dann wäre ja wirklich, mir fällt jetzt kein cooler Spruch ein, der passt, aber dann wäre einfach dort was losgegangen. Aber wie Gina ja selber sagt, sie ist halt einfach eine offen, herzliche Person. Gina! Zoe trägt das Ganze ja dann rum. Ja, also das war in der Sinnlosigkeit. Ich habe die Staffel mit ihr bei Jimmy's Next Topmodel nicht gesehen. Aber wirklich, also da ist sie Kontrastprogramm jetzt. Okay, aber wirklich zu jedem Menschen in diesem Haus zu rennen, das sofort zu erzählen und dann dort rumzufänzen und zu sagen, also stille Post macht mich so aggressiv. So, ihr kannst du stecken lassen. Keine Ahnung, es ist halt einfach aus mir rausgeplatzt. Also das hat ja auch diese Aussage oder diesen Einsatz so sehr aufgeladen. Ja. Man hätte den gar nicht so breit treten müssen, ist einfach passiert. Und aber auf einmal alle sauer wollen eine Rechtfertigung von beiden Seiten. Wer hat jetzt gelogen? Wer hat was gemacht? Fabio spricht Gina direkt an und diese Konversation. Gina, wolltest du ihm ohne Grund küssen? Was? Küssen. Was? Wieso sagt er, dass du ihn küssen wolltest? Nee. Hä? So ungefähr ein Sportlehrer, der sagt, Max, warum warst du nie beim Sport? Du warst offensichtlich nicht da. Hä, was? Ja. War ich doch. Wie Gina da versucht hat, sich irgendwie rauszuretten. Was redest du für eine Scheiße, wenn du mich nicht Alter? Dann auch so völlig übertrieben reagiert. Wann soll ich das gesagt haben? Na, vorhin. Wann? Na, gerade eben. Wann genau? Na, vorhin. Nein. Ja. So dreimal immer wieder dieses dumme Nachgefrage. Es gibt uns also eine gute Show
Und ich glaube, so, weil sie hat das auch nur geleugnet, weil sie am Anfang hat sie gedacht, sie kommt raus. Ja, aber es war aussichtslos. Es war so aussichtslos. Dann sucht sie sich hier Micha direkt zum Einzelgespräch und sagt ja dann auch so, ey, Micha, es war halt aus Spaß gemeint. Warum kannst du das nicht aber einfach vor der Gruppe sagen? Na, das war schon so wie auf den Servierteller gelegt und rechtfertige dich jetzt. Und sie, ich glaube, sie hat mitbekommen, egal was sie sagt, sie macht es schlimmer. Aber vor der Gruppe das so stehen zu lassen, von wegen, dass es nicht stimmt und 30 Sekunden später mit Micha zu reden und zu sagen, das war doch nur ein Spaß, wäre doch viel cooler gekommen, auch wenn du so eine Beschuss stehst, wenn du einmal sagst, hey Leute, entspannt, das war einfach nur ein Witz. Auch möglich. Es war auf alle Fälle schon wieder eine Situation, die reif war für so eine Show. Es wird ja dann auch nochmal mit Calvin gesprochen, der sich dieses ganze Theater angeguckt hat von außen. Und ich glaube schon ein bisschen dachte, er hat schon ein bisschen die Freiheit gerochen. Ja. Und dann aber halt sagt, ja, aber wir machen jetzt halt chilliger. Und da ist für Gina auch klar, naja gut, also wenn es so ist, weiß ich, dass ich da hier schon raus bin. Ja, ich glaube auch, diese Konstellation wird sich demnächst auflösen. Ja. Dann habe ich ein bisschen Sorge um Gina, auf wen sie sich einlassen wird. Ob alle bedient von ihr sind. Weißt du? Da keiner sagt so, okay, das schaffe ich jetzt nicht, diese Kraft von ihr wieder auszugleichen. Aber ich glaube, bei ihr ist es so, sie ist ja einfach eine coole Person. Wenn die dann mal zwei Tage ein bisschen ruhiger ist, ist das so schnell vergessen in dieser Villa. Da verlierst du da jedes Gefühl für Zeit und Raum. Und man muss ja auch sagen, die Frauen und die Männer untereinander, das ist ja nicht so, wie es auch hätte passieren können, weil die alle schon mal in dieser Welt aufgetreten sind, dass die gegeneinander arbeiten. Nee, ja. die sind eigentlich ein cooles Team. Bisher Cast im Gesamten überzeugt mich. Ja, wirklich immer noch überzeugt. Wir kommen dann zum Spiel. Hey. Muss ich überhaupt gar nicht so sagen, habe ich auch ehrlich gesagt bei der Beschreibung nicht hingehört. Dachte, sie machen jetzt irgendwelche Klötze, irgendwas. Und wer hat denn gewonnen? Zur Abwechslung. Zoe, mal wieder zur Abwechslung. Und sie geht aufs Date mit Luca und Carina und? Pharrell. Yoga-Date. Ja, Leute, keine Ahnung. War halt ein Yoga-Date. Also finde ich sehr uninteressant bei diesem Format. Also ich verstehe schon, sie kamen sich halt schon sehr nah. Ja. Das ist mal eine andere Art von Berührung. Wer hat denn so einen großen Hintern, Junge? So, das schaffst du damit schon, aber ja, können wir hier skippen an der Stelle. Nicht so auch richtig, das Gespräche zwischen Luca und Zoe. Ja, ja, die können irgendwie zusammenpassen. Zoe ist halt aber auch, also Zoe und Luca sind ja beide sehr flexibel, neben wem sie inhaltlich passen würden, finde ich. Das ist nicht so, dass dort zu viel Charakter mit reingebracht wird, dass man das nicht, aber Luca ist halt noch sehr auf dem Optischen und sagt halt klipp und klar, klein und brünett ist halt einfach sein Ding und da zählt so jetzt nie unbedingt rein. Was sagen wir denn aber zu dem Gespräch zwischen Carina und Pharrell? Denn die sind da schon irgendwie ein bisschen weiter, reden über Beziehungen und wie es denn wäre, wenn der Mann zum Beispiel männliche oder der Mann weibliche Freunde hat. Also magst du es nicht sehr? Nee, eigentlich nicht. Carina ist davon nicht so ein großer Fan und er erlaubt es ihr. Wie kann das ein No-Go sein? Im Ernst jetzt? Ich habe immer das Gefühl, da wird aus Erfahrungen gesprochen, dass das denn nicht gut ausgegangen ist schon mal. Und weiß ich nicht. Ich denke, er dürfte bestimmt mit einer lesbischen Frau befreundet sein. Aber du kannst mir dann ja erzählen, dass Carina nur homosexuelle männliche Freunde hat. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, die hat schon viele Bros. Naja, aber die dürfte sie ja dann laut ihrer eigenen Aussage auch nicht haben. Nee, bei ihr ist das was anderes, denke ich. Auf jeden Fall. Gut, da sind wir. Da haben wir insgesamt eine ganz andere Haltung zu, glaube ich, weil wir viel aus einem anderen Bereich kommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig formuliere. Aber wir sind dort strikter, auch was, also wie offen man zu sein hat. Ja. Und können wir so stehen lassen. Ich glaube, wir müssen es nicht auswerten. Nee. Das ist so ein Problem, das wird auch irgendwann abgeschafft. Diese Aussagen werden wir in 5 Jahren nicht mehr hören. Hoffentlich. Franzi beendet ihr Ding mit Max. Ich habe das Gefühl irgendwie mittlerweile, dass das doch nicht so ganz harmoniert zwischen uns. Klipp und klar, sagt sie straight, ist mir einfach zu ruhig, ist mir ein bisschen zu langweilig, Gespräche bringen mir nichts,
ich lache mit anderen einfach viel, viel mehr. Max reagiert in dem Moment für mich gar nicht. Das ist irgendwie, die hätte auch mit der Lampe hier sprechen können. Ja. Und danach im Interviewraum. Naja, mehr bringt sie auch nicht mit. Im Interviewraum war er sauer. Also mir hängt dort an dieser Konstellation gar nichts. Nee, in der Zeit sind Micha und Gina wieder cool miteinander. Mhm. Und denken, wissen schon, alles klar, jetzt sind wir hier aber irgendwie auch wieder auf der Liste, weil wir jetzt cool miteinander sind. Und in diesem Moment hatte Calvin wirklich seine Freiheit gerochen. Aber für mich war entspannter. Sollen die machen, dann habe ich Freiheit. Dass ich hier weitere Mädels kennenlernen kann. Ja. Und das ist eigentlich, also das ist die Kernaussage, dass wir wissen, dass das Ding können wir jetzt, da ja. brauchen wir keine Zeit mehr reinstecken, um da jetzt irgendwas großartig zu kommentieren. Denn es geht schon wieder... Und wild. Es wird wild. Kuss, Kuss, Kuss. Jeder mit jedem. Ja. Isabel auch zwischenzeitlich kurz mit Ricarda. Hm. Und dann ein Classic Calvin. Ach so, ja. Aber was stellen denn für eine Frage? Ach, warte mal, jetzt so genau formuliert. Ich war schon gedanklich bei der Konstellation oder bei dem Streit, der sich daraus ergeben hat. Calvin fragt nämlich Maurice ganz straight heraus. Würdest du die Isabel bumsen? Da hatte diese ich Betonung mal davon. Bumsen. Bumsen. Würdest du die bumsen? Ach oh, Leute, das ist ganz ich schlecht. Ich liebe das Wort. Ich finde es am schönsten. Was ich für eine Angst hatte in dem Moment, war, dass Isabel wieder in diese Schiene rutscht, dass sie nur auf ihren Körper reduziert wird. Ja. Weil das war schon wieder, ich dachte, das hatten wir gerade. Und sie ist... zeigt ja auch eine ganz andere Präsenz dort als in der alten Staffel. Mhm. Und ich liebe sie noch mehr. Ja. Gefällt mir einfach Bombe. Und dadurch, würde er sie jetzt aber bumsen? Ja, na klar. Und dann, die genauen Details kriege ich gar nicht zusammen, weil ich in mir brodelt schon der Maurice und die Ricarda. Ja, Ricarda sagt nämlich in dem Moment, sie hat wirklich versucht, cool bleiben und sagte dann eben, ich würde halt auch einen Calvin bumsen. Und damit waren alle Lampen an bei Maurice. Da hat sie gesagt, die wird mit Calvin ficken. Wer ist die, Alter? So, Flasche irgendwie gedreht. Mach doch, was du willst, knutsche mit jedem rum. Ja. Kurz mal an Franzi ran, wo ich dachte, ist Franzi jetzt überfordert oder ist sie dabei? Ja. Sie war dabei, weil wir lernen auch eine neue Franzi kennen. Also bei Maurice, bei seinem Ausraster danach, alles, was wir da gesehen haben, da sage ich, bitte hier in SIP, verlass das Haus, für mich ist hier ein Abbruch. Ein kompletter Abbruch. Also ja, es hört auf, Unterhaltung zu sein, sondern es wird Quatsch. Ist absoluter Quatsch. Ganz, ganz großer Fall von völlig falscher Männlichkeit, mit dem eigenen Ego irgendwie nicht klarkommen, mit seinem eigenen Shit überhaupt nicht zu Rande kommen. Wer ist die Frau? Gerade noch die Aussage treffen, dass du auch mal über Isabel drüber wolltest. Ja. Und wenn Ricarda das macht, ist das was komplett anderes und ganz, ganz dolle schlimm. Ich finde, das verdeutlicht, also oder... Vielleicht sollten die sich doch nochmal bewusst machen, wer der Ältere ist. Ich finde es ja immer nicht so geil, auf dem Alter rumzureiten. Mhm. Aber Ricarda ist 5-6 Jahre älter. Was lässt sie sich denn aber auch dann auf so einen ein? Ja, also und was legt er denn, wenn man die Zahlen mal vor Augen führt, was legt er denn dann für ein Verhalten an den Tag? Da könnte sie einfach sagen, du, hör mal auf mit der Kinderkacke. Ja. Und werd erwachsen. Ja, wirklich. Werd einfach wirklich erwachsen. Und dann Dusch dich kurz, genau. Was er ja auch macht, ja. Entlad dich und dann kannst du wieder zu mir kommen. Aber und dann machen, dann machen wir auch sofort nochmal einen kleinen Kurs, was Sprichwörter und generell alles angeht, weil laut Maurice' Aussage sind er und Calvin... Naja, ist ja völlig klar, wer kennt's nie. Lieben wir. Na klar, das ist da schon abgespeichert in der Tabelle. Carina und Pharrell werden in die Matchbox gewählt. Ja, ich sag nein. Ja, Match nix, auf jeden Fall. Aber weil ich wüsste auch, also oder vielleicht doch ja, weil ich weiß gar nicht, wer es sonst sein soll. Aber keine Ahnung, bei Carina, die sehe ich am Ende auch mit Martin Fuvesi. Stimmt, weil der steht auf gemacht. Ja. Und da haben sie gesagt, naja gut, die ist jetzt hier... Dolle gemacht, die nehmen wir. Es ist alles drin. Wir haben immer noch Spaß und auf die nächste Folge... Freue ich mich doch schon wieder. Lass uns nicht zu viel ins Detail gehen, weil das hat mich schon aufgewühlt. Ja. Ich brauche erstmal Pause. Eine Woche, bis das kommen kann. Und freue mich aber doll. Ich bin wirklich überrascht, dass ich sage, Are You The One gefällt mir.
Wollen wir wenigstens anteasern, was uns dann nächste Woche... Ja, gut, du darfst. Erstmal wieder ein kleiner Sophia Tomala Classic, dass sie hier mal wieder ein bisschen aufräumt bei der Matching Night. Martin, Ricarda, Handyaufnahme, Handjob. Und damit entlassen wir euch. Wild. Wir freuen uns auf nächste Woche. Ihr wisst doch, wie es läuft. Liken, teilen, abonnieren. Bei YouTube unbedingt die Glocke aktivieren. Und ansonsten gerne auch ein Like bei Insta da lassen. Was fragen wir? Haben wir eine Frage? In den Kommentaren? Naja, wir haben schon aufgefordert, wo seid ihr euch sicher? Wer muss ein Perfect Match sein? Ja, und mich würde trotzdem mal interessieren, wie ihr so das ganze Drama um Gina seht. Ob ihr Martins Meinung seid, dass sie einfach ein sehr intensiver Mensch ist oder ob sie jetzt mit ihrem dritten, vierten Format doch schon ein bisschen weiß, wie es läuft mit der Sendezeit. In diesem Sinne, seid so, wie ihr bleibt.